Läuft's heute wieder oder nicht? Nein, heute läuft es Nein? natürlich nicht. Na gut, läuft nicht gut, dann wird die Aufnahme was. Jo Leute, willkommen zurück zu Blätterzeit 2. Heute mit einem großen Trupp. Müssten eigentlich sogar alle da sein, wo oben. Da sind. Ich weiß, das kann ich nicht vorstellen. Sven, nee, macht du das mal. Ist, glaube ich, nicht dabei. Ansonsten ist jeder andere dabei. Genau, wir spielen gerade eine Runde hier auf Ender während des Alarms. Genau. Und wir dachten mal so, weil wir ja so freundlich sind, nehmen wir mal noch mehr Leute mit, so ist lustiger zu reden. Also jetzt cappen wir gerade Ender Com Array an. Wollen wir dann da jetzt verstärken oder ziehen wir weiter auf Excavation? Bei Excavation ist halt richtig schwer zu cappen. Also ich würde sagen, wir versuchen es mal bei Com Array mit der Hoffnung, dass viele, die im Quartz Ridge Camp waren, ja. Jetzt auch zu Com Array kommen. Immerhin ist noch 50-50. Also bei Excavation haben wir schon 2 Punkte bis auf A. Wir schauen jetzt einfach mal auch, wie es sich entwickelt. Ja, ich glaub, irgendwie sehen die Walker-Schüsse neu aus, ne? Es hat sich einiges geändert, ja. Ich habe die Patch-Notes. Die Walker-Schüsse sehen jetzt auch so wie kleine Raketen fast. Ihr müsst mal den Berg hochfahren von West Highlands Checkpoint zu Alatum. Den müsst ihr jetzt mal hochfahren, das ist geil. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Warum, was ist da? Musst du nachher mal hinfliegen oder mal angucken. Also wer es noch nicht gesehen hat von den anderen, ihr könnt es euch mal angucken. Das ist sehr lohnenswert. Ist jetzt nicht mehr so einfach. Es ist jetzt besser geworden. Also ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal noch auf Excavation gehen, um einfach die Ablenkung für die anderen zu schaffen, glaube ich. Wir haben aber Com Array den Punkt. Warte, ich steig aus. Ja. Ihr habt jetzt gleich eine Spawnleuchte hier. Okay. Jumbo, ja, ich mach mein Leben hier mal noch schnell zu Ende. Unten. Ja. Wird nicht lange gerade sein. Weil du kannst ja also, die ganze gesagt, Zeit weggesniped werden. Spawnleuchte ist da. Okay. Vorsicht, da kommt einer zu dir rein, Sven. Was, von hinten oder was? Oh fuck, der hat mich angeneift. Hab ihn erschossen. Underboss for the win. Ich war gerade beim Nachladen richtig mies, von hinten geneift. Ja, ich wollte markieren, aber er war schon weg. Ah, die sind ja auch schon hinter uns noch an der. Komm schon, könnte dieser Inchi da mal bitte sterben? Dankeschön. Da haben kein Spawn liegen. Dann hast du schon wieder weggemacht. Bin aber extra eigentlich relativ sicher hingestellt. Auch hinter uns. Oder ich bin tot. Spion. Ja, ich bin schon draußen wieder bei B. Weil da war. Ja, der Spion kommt da jetzt auch hin. Wir haben hier 43 Sekunden. Sandy. Ja, bin schon da. Könnt ihr bei Ihnen da kommen nochmal einen Spawn-Ding setzen? Problem ist, ich habe einen Timer. Ja. Wenn, dann kann ich jemand anders schnell das Lead geben. Kannst du es mir geben? 3 Sekunden. Jawohl. Mauler verwinnen. Hey, jetzt ist ein Sandy da. Sven, wie viele Abos hast du eigentlich auf YouTube? Oh, ja. Okay, okay, wir haben jetzt 36. 238. 38. Ja. Ach, verdammte Scheiße. Wir müssen alle rein, die versuchen gerade mit Ach und Krach den Punkt zu cappen. 10 Sekunden, meine Herren. Ja, weil sie es auch mit den Flugzeugen halt jetzt klären wollen. Habt ihr schon mal, was sind die eigentlich von den Tarn-Sandys? Was haltet ihr davon? Jetzt, wo sie live sind. Praktisch. Zum Ghost Cappen richtig geil. Aber halt nur zum Ghost Cappen. Weil wenn du wirklich dann gegen in großen Schlachten bringen die dir einfach gar nichts. So, erstens finden die Leute sehr schnell raus, wo du herkommst. Und zweitens ist es halt so, dass du auch Nachteile an denen hast, meiner Meinung nach. Ich kenne die Panzerung ist halt einfach lahm. Das aber ja, in Kombination sind sie ganz gut. Also das kann man so als letzte Notfalls an die dann sehen, bis dann die anderen Sandys dann da sind. Also entweder zum Ankeppen oder halt als Sicherheit. Ja, wenn du im kleinen Trupp spielst, glaube ich, sind sie nützlich, aber wirklich in großen Schlachten weiß ja nicht. Müssten wir mal austesten sonntags. Im Event. Ja. Kann man ja direkt heute machen. Ja, ich bin leider nicht da, sonst. Oh. Ja, leider. Also ich würde sagen, bis der HKS aufhören, können wir auf jeden Fall mitgehen. Und Foto, läuft's heute wieder oder nicht? Nein, heute läuft es natürlich nicht. Na gut, läuft nicht gut, dann wird die Aufnahme was.
Doch, ich wurde wiederbelebt, das passt. Apropos, Alt F ist es genau. Das ist die FPS im Auge behalte. Ist das jetzt? Achso. Ich hab das Gefühl, wenn man Alt F nicht anschaltet, läuft es flüssiger. Ja, aber ich sehe es. Weiß nicht, ob es stimmt. Du siehst zwar die FPS nicht, aber es scheint so, als würde es flüssiger laufen, wenn du das nicht unten anzeigen lässt. Scheint nochmal extra Rechenleistung zu verbrauchen. Also das wäre echt der Hammer, wenn das noch extra. Ja, natürlich verbraucht es Rechenleistung, weil der ermittelt ja, an was es liegt. Und das tut er ja jetzt beim normalen Spielen nicht. Da versucht er ja nicht rauszufinden, an was es liegt, dass es liegt. Versucht er, wenn du es anschaltest. Auch wieder klingt logisch. Dann ist es so, kannst du machen, ist aber kacke, so möglicherweise. Kannst du anschalten, ist aber doof. Dreiviertelstunde, warte mal, wie lange haben wir denn jetzt schon? 6 Minuten? Das wird knapp. Das ist zum Ende, bis zum Alarm reicht, ja. Für mich ja, weil ich weiter muss nachher. 32% haben wir, die TR hat 38. Ja, wir nehmen den gerade schon wieder eine Base weg. Cool. Ja, danach kommen wieder die Warnus. Was haben wir denn für eine Inderbevölkerung? 32%, die Warnus haben mehr Bevölkerung wie wir. Die Warnus haben am meisten, die Terraner am wenigsten, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, oder? Nein. Erst die Warnus, dann die Terraner, dann wir. Ja, haben wir die wenigsten. Nur Kill Assist. Ja, ich krieg halt auch ganz viele Assists. Aber ich verjag zumindest ganze Flugzeuge. Ich stehe mitten im Spawn-Ding, also in dem komischen Zeigen-Gedöns. Vom Spion. Aufklärungsradius. So in so einem Ping-Ding stehst du drin, oder was? Ein Ping-Ding, genau. Wo ist der hin? Mine. Nein, der eigene getötet. Also aber ihr habt Gegner. Zumindest hier eine vernünftige Spawn-Möglichkeit. Ich stimme mit Sander relativ gut, aber ich kann ihn nicht aufmachen. Was? Ich kann eigentlich langsam mal Munition gebrauchen, weil ich verbrauche die gerade in der ganzen Luft. Wenn du jetzt noch nee, das sind die Brawler auf der Straße, Jumbo, das geht nicht. Nee, ich wäre schon längst durchgefahren, aber kann ich nicht. Ich wollte sogar ein bisschen mittendrin aufmachen. Ich guck mal, wie weit ich mich da wieder reinstellen kann. Was hast du denn drauf als Gunner? Also ein bisschen schwer weg. Okay. Das ist aber sehr mutig. Ja, ich weiß. Aber ich bin ja jetzt auch noch am Steuer. Als Gunner wird es sich jetzt wahrscheinlich nicht lohnen. Na, ich guck gerade mal. So, vielleicht oben vom Spawn-Room weg. Ist die Waffe für Infanterie, wo ich da gerade habe, die ja. Kobalt? Ja, ist Infanterie. Muss ein bisschen Feuerschutz geben. Aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt beschossen. Ja, ich guck. Bis jetzt noch ein bisschen unwichtig, da war ein paar Panzer. Ah, jetzt hat er uns ins Visier genommen, richtig. Vor uns? Vor uns? Ah, schon weg. Also Harry. Ja, genau. Ich kann jetzt mal die Dinge, die Barrikaden da oben ein bisschen unter Beschuss nehmen. Ja, das ist richtig so. Einfach mal ein bisschen Sperrfeuer, das kann nie schaden. Solltest du eigentlich genug Munition dabei haben? Ja, 1200 Schuss, da schieße ich noch eine Weile drauf. Da war aber das. Also nur keine Hemmungen. Irgendwann wird schon einer rüber gucken. Yeah. Ja, getroffen habe ich hier. Ja, ich habe schon mehrere angehittet, aber der Glücksschuss, der Kopfschuss fehlt. So. Ja, ich hatte gerade eine kleine Kill-Serie am Spawn Room. Ah, Ding haben sie auch gefixt, das mit dem Wiederbeleben. Was? Das ist jetzt richtig. Ach, dass es nicht mehr der Receiver ist. Nein, es ist jetzt nicht mehr der Receiver, es ist jetzt wieder der Spieler. Ah ne, Reviver war es ja, Reviver. Ja, irgendwas halt. Aber warum? Den habe ich irgendwann ganz gern gemocht, den Typen. Ich habe auch immer gesucht, wer ist denn das? Der ist gut, der verfolgt mich immer. Ich habe schon gecheckt, dass das nur ein Lückenfüller ist, der eigentlich funktioniert.